Hart, härter Magath. Wenn man die Begebenheiten des zweiten Trainingslagers in der Vorbereitung für die kommende Spielzeit sich vor Augen führt, dann sieht man schnell, hier muss geklotzt werden. In der 3000-Seelengemeinde Irtning in der Steiermark sind die Blauen zwar königlich im Schloss Bichlan aufgehoben, aber mit Ruhe hat das Ganze sicher nichts zu tun. Nach der Ankunft am gestrigen Donnerstag ging es nach einer kurzen Reiseverschnaufspause am Spätnachmittag auf den ca. 2 Kilometer vom Schloss entfernten Trainingsplatz zu einer 90-minütigen Einheit. Nicht mit ins Trainingslager gefahren sind Panda wegen muskulärer Probleme, Rafinha wegen Wadenproblemen, Hugland hat Schmerzen im Knie und bei Ibrahimi dürften eher sportliche Gründe für das Zuhausebleiben sprechen. Am zweiten Trainingstag ging es für die Mannschaft um 10 Uhr auf den Trainingsplatz zur einzigen Einheit des Tages. Grund ist das am Abend stattfindende Spiel gegen eine Auswahl des Murtals. Das weiß ich auch nicht. Noch blieb der ungeliebte Medizinball im Geräteschuppen liegen. Dafür wurde umso mehr Einheiten mit dem geliebten Fußball absolviert. Zufrieden war Magath aber heute mit einigen Spielern ganz sicher nicht. Nach Hause geht es nach dem Training natürlich mit dem Rad. Bergauf versteht sich. Und das bei 35 Grad. Laut Magath sollten die Spieler froh sein, mit dem Rad fahren zu dürfen. Ja gut, theoretisch könnte auch einer laufen, aber pass auf, von daher ist es viel günstiger, er nimmt das Rad. So ist mir ja leicht. Neben dem heutigen Spiel gegen die Murtal-Auswahl gibt es während des Trainingslagers drei weitere Testspiele. Auf der Pressekonferenz für das Spiel am kommenden Mittwoch gegen Lask Linz äußerte sich Magath unter anderem auch über eventuelle Neuzugänge wie Raul und Fuchs. Wir haben jetzt 21 Spieler hier im Trainingsbetrieb. Es fehlen noch drei, die auf Schalke geblieben sind, weil sie verletzt sind und nicht einsatzfähig sind. Und es fehlt aber auch noch der ein oder andere Neuzugang. Ob das jetzt bis zum Spiel gegen Lask was wird, das weiß ich auch nicht. Aber wir bereiten uns jetzt erstmal mit diesen 21 Spielern auf diese Partie vor. Und bei diesen 21 sind ja auch genügend namhafte Spieler. Und wir haben dann bis auf Manuel Neuer sagen wir alle Spieler, also jetzt, die nie verletzt sind, sondern die jetzt neu verpflichtet wurden, auch mit dabei, sodass wir schon mit einem sehr guten Kader an dieses Spiel herangehen.